Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, Herr Tenbrüggen, Herr Walkes, ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Sie haben mich jetzt natürlich vor keine ganz so einfache Aufgabe gestellt, nach dem fulminanten Auftakt von Herrn Dr. Stoiber weiterzumachen. Aber die Verbindung zum Thema ist unmittelbar. Sie ist in der Gestalt unmittelbar, dass wir es uns im Moment aus finanziellen Gründen, weil die Steuereinnahmen sprudeln, weil es uns gut geht, immer noch eine gewisse, soll ich sagen, Ruhe, trotz absolut epochaler Veränderungen leisten können. So, und jetzt reden wir darüber, was im Maschinenraum der Wirtschaft passieren muss, damit das so bleibt. Denn wenn das nicht so bleibt, haben wir plötzlich eine doppelte Herausforderung. Und das Stichwort Digitalisierung ist schon genannt worden. Wenn das, was jetzt passiert ist, in den letzten Monaten nicht passiert wäre, hätte ich gesagt, die Digitalisierung ist die größte Herausforderung, die wir meistern müssen. Jetzt ist es nur noch die zweitgrößte. Ich bin aber trotzdem glücklich, hier vortragen zu können zu genau dem Thema. Ich beschäftige mich mit diesem Thema nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch manchmal als jemand, der Rat zu geben versucht. Das ist die Position in der Expertenkommission Forschung und Innovation, die 2006 eingerichtet worden ist, damals vom Bundeskabinett. Wir übergeben einmal im Jahr einen Bericht an den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin. Das ist jetzt in den letzten Jahren immer dieselbe Person gewesen. Ich habe Hoffnung, dass das auch so bleibt, weil das Thema Innovation an eine Physikerin zu vermitteln, sagen wir, etwas leichter fällt, und ich bitte niemanden im Raum empört zu sein, dass ich dieses Statement so mache, das erleichtert manchmal die Kommunikation. Deutschland hat in den letzten 10 Jahren im Innovationsbereich, im Wissenschaftsbereich einen Aufschwung erlebt. Und Bayern hat von diesem Aufschwung wunderbar profitiert und ihn mitgestaltet. Ja, ich will jetzt hier bitte keinen falschen Zungenschlag hineinkommen. Wir werden gleich auf Bayerns Position noch zu sprechen kommen. Denn was ich Ihnen mitgebracht habe, sind einige kurze Punkte. Zunächst klarzumachen, worum geht es eigentlich? Was ist hier der Anspruch, wenn wir über Innovation reden? Das zweite ist grob umrissen, was ist eigentlich in Deutschland los? Denn Bayern steht nicht allein da. Eigentlich müsste ich auch auf die europäische Ebene gehen, viel mehr. Das hat die Forschungspolitik in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren eigentlich nie gemacht. Es ist eine große Herausforderung, das jetzt zu machen, weil beispielsweise im Bereich Datenschutz, aber auch in anderen Bereichen der digitalen Wirtschaft, wir alleine es nicht werden stemmen können. Das ist eine Unmöglichkeit. Sowohl im juristischen Bereich, wir haben jetzt eine wunderschöne Vorlage durch Safe Harbor bekommen, das muss gestaltet werden, ja, damit auch Datenbanken wie Google und andere sozusagen in Spur gebracht werden für einen europäischen Datenschutz. Aber das muss getan werden, das ist eine Gestaltungsaufgabe, nur europäisch. Da will ich dann ganz kurz über Digitalisierung und Vernetzung reden, weil ich habe, und ich gratuliere natürlich zu der langjährigen erfolgreichen Geschichte dieses Hauses, ich gratuliere den deutschen Traditionsunternehmen zur langjährigen erfolgreichen Geschichte im Maschinenbau, in der Chemie, in vielen anderen Bereichen. Aber das Problem ist, dass die Digitalisierung sämtliche bestehenden Wettbewerbsvorteile auf Null schaltet. Karten werden neu gemischt. Zu sagen, wir sind wer, wir haben tolle Exportstatistiken, reicht nicht mehr. Wir kennen aus dem Studium, und ich bin sehr traurig, dass der Ed Kubasik nicht da ist, weil er sich sehr lange Jahre damit beschäftigt hat, was passiert eigentlich, wenn radikale, disruptive Innovationen auf den Plan treten. Das ist üblicherweise mit zwei Konsequenzen verbunden. Die erste ist, es gibt Gewinner und Verlierer. Deswegen gibt es auch Befürchtungen. Die zweite Konsequenz ist, alle Karten werden neu gemischt. Innovation, meine Damen und Herren, ist mehr als ein schöner Gedanke, ist mehr als die Idee, ist mehr als die Erfindung. Deshalb sind Patentstatistiken sehr hilfreich, aber nicht ganz so aussagekräftig, weil es eigentlich darum geht, was umgesetzt wird, was in den Markt hineingetragen wird, was zur Anwendung war. Die große Achillesferse hier ist Unternehmertum, das wir in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten vernachlässigt haben. Später mehr dazu. Innovationsfähigkeit, das ist das, was wir jetzt in allen Organisationen brauchen, in Hochschulen. Ich glaube, da müssen wir noch eine ganze Menge tun. Ich komme aus dem Bereich, den kenne ich ganz gut. Forschungseinrichtungen, aber selbstverständlich in der Wirtschaft, in der Politik und auch in den Non-Government Organizations und anderen, die sich verstärkt in den politischen Prozess reinnehmen. Innovation ist in der Tat ein Schlüssel zu mehr Wohlstand.
Es wird manchmal etwas überhöht dargestellt. Das Ganze ist keine Silver Bullet. Es ist kein Allheilmittel. Es gibt natürlich Begleitprozesse im Sozialen, die das Ganze auch erfolgreich machen müssen. Wenn wir uns Innovation in Deutschland anschauen, dann muss ich Sie zunächst auf ein Spezialisierungsmuster aufmerksam machen, das bemerkenswert ist. Das hat fast kein anderes Land der Welt. Unser Wohlstand, der aus Export gewonnen wird, nochmal, wir haben einen 22-prozentigen Anteil der Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe, doppelt so hoch wie in den USA. Das war gut so, wie wir in der Krise von 2008, 2009 gelernt haben, denn diese Jobs waren sehr krisenfest. Im Gegensatz zu den Service-Jobs in der City, in London und so weiter und so weiter. Die Briten glauben, sehr viel gelernt zu haben in der Zeit. Im Moment replizieren sie gerade wieder die Fehler, die sie gemacht haben. Übrigens die USA zum Teil auch. Mit diesen 22% werden 80% unserer Exporterfolge dargestellt. Diese 80% konzentrieren sich auf drei Sektoren. Chemie, Automobile, Maschinenbau. Jetzt bitte verstehen Sie es nicht falsch, wenn ich sage, die sind Technologien, die 120 Jahre alt sind. Denn wir haben es geschafft, am aktuellen Rand der Entwicklung in diesen Branchen zu bleiben. Aber diese Branchen sind jetzt, zumindest zwei von ihnen, unter Beschuss. Bei der Chemie bin ich noch nicht ganz sicher. Die Spezialisierungsmuster, einige meiner Kollegen nennen das Überspezialisierung. Es kommen auch dadurch zustande, weil wir in Informations- und Kommunikationstechnologie irgendwann den Anschluss verloren haben. Ich muss das so hart sagen, es ist so. Wir sind auch nicht mehr die Apotheke der Welt. Wir haben große Schwierigkeiten gehabt, in den Lebenswissenschaften, in der Biotechnologie Anschluss zu finden bzw. zu halten. Die neuen Technologien, the computing, Informationstechnologie ist uns ein bisschen durch die Finger geglitten, erst einmal in Deutschland. Dass Bayern unter diesem Bild, in diesem Bild noch ein Bundesland ist, das den Durchschnitt nach oben zieht, ist sehr positiv, aber im Moment spreche ich über das gesamtdeutsche Bild. Wir sind gut aufgestellt in der öffentlichen Forschung und die Exzellenzinitiative, die 2005, 2006 ins Leben gerufen hat, ist ein hervorragender Beitrag gewesen, um die Sichtbarkeit deutscher Forschungseinrichtungen und insbesondere Universitäten nach oben zu bringen. Meine Alma Mater, die LMU, ist vom 65. Rangplatz auf den 29. Rangplatz im Times-Ranking hochgekommen. Andere Hochschulen ebenso. Und es gibt nicht nur diese eine und nicht nur die andere Münchner Hochschule, sondern andere exzellente Einrichtungen in Bayern. Wenn Sie sich dahingegen den Technologietransfer anschauen, da muss man sich die Frage stellen, warum wir die PS, die wir in der Wissenschaft erzeugen, eigentlich nicht ganz so gut auf den Boden gebracht haben. Und ich glaube, hier liegt ein Handlungsfeld, über das wir vielleicht gleich in der Runde reden müssen. Denn da gibt es Verbesserungspotenzial. Wir haben klassische Bereiche, und nochmal, das ist die Chemie und der Maschinenbau, da funktioniert das hervorragend. Seit einem Jahrhundert. Es gab eine lange Zeit, wo ein Vorstandsvorsitzender eines deutschen Chemieunternehmens überhaupt niemand anders sein konnte als ein promovierter Chemiker. Und das lag daran, dass die Verbindung zwischen den chemischen Fakultäten und der Industrie hervorragend funktioniert. Wir haben hervorragende Einrichtungen im Bereich des Maschinenbaus und des Automobilbaus, die Fraunhofer-Institute. Das ist zu loben, ganz klar. Aber wenn wir über Nanotechnologie reden, wenn wir über Computertechnik reden, dann müssen wir uns die Frage stellen, warum eine Workstation, ein CADMUS-Workstation-Rechner, der genauso gut war wie ein Sun-Server vor 30 Jahren, nicht das Weltmarktrennen gewonnen hat. Und da kommen wir dann auf diese Transferfrage. Innovation in etablierten Unternehmen funktioniert hervorragend. Innovation im Mittelstand funktioniert im internationalen Vergleich sehr gut. Ich könnte an all diesen Punkten natürlich noch Verbesserungsvorschläge anbringen. Es geht jetzt um das große Bild. Was nicht funktioniert, meine Damen und Herren, ist innovatives Entrepreneurship. Wir leisten uns den Luxus, Startups nach wie vor mit einem Steuerregime zu behindern, das anachronistisch ist. Wir begrenzen die Möglichkeit, Verlustvorträge für Zweitrundeninvestoren zu nutzen und erzeugen damit eine Bürde für deutsche Startups. Wir erschweren es, Venture Capital Fonds in Deutschland Fuß zu fassen. Wenn ich wir sage, meine ich immer die Steuerabteilung des Finanzministeriums. Entschuldigung. Aber letztlich ist das die Institution, die einmal nachgeben müsste, um das zu tun. Das steht natürlich, das steht im Koalitionsvertrag, das stand auch im Koalitionsvertrag davor schon,
weil sie muss jetzt noch umgesetzt werden. Die Analyse ist eigentlich gemacht. Wir wissen, dass wir hier ein echtes Problem haben. Wir haben insbesondere da ein Problem, weil die Motoren der neuen digitalen Wirtschaft natürlich Startups sind. Ja, wir können sie uns anschauen. Sie sind jetzt schon relativ groß, Google, aber wer wusste vor 15 Jahren, was aus Google werden wird? Und ein Gegenbeispiel. 6 Wunderkinder. Ein Berliner Startup. Ich komme gleich auf Berlin und München noch ein bisschen zu sprechen. Berliner Startup, das für zwischen 150 und 200 Millionen an Microsoft verkauft wurde. Ein deutsches Startup mit einem tollen Produkt. Wären die vielleicht noch stärker gewachsen, wenn wir ein deutsches Börsensegment für Startups gehabt hätten? Die Frage müssen wir uns stellen. Ich kann Ihnen die Antwort nicht geben, aber haben wir optimale Wachstumsmöglichkeiten für solche Gründer? Die Ideen, die die haben, sind mindestens so gut wie die im Silicon Valley in den USA. Ich sehe jedes Jahr 120 von denen bei einer Auswahl. Ich kann Ihnen versichern, die sind klasse. Und da kommen Auswahljuroren aus dem Silicon Valley, die sagen, die sind klasse. Wir müssen die Rahmenbedingungen verändern, nicht unsere Gründer. Last but not least, Governance. Ich glaube, da hat sich viel zum Positiven gewendet. Es gibt so Einrichtungen wie eine Forschungsunion, also Wirtschaftsministerium und Forschungsministerium, die lange Zeit gegeneinander gekämpft haben, tatsächlich auf einen Strang ziehen, miteinander kooperieren, Duplikation vermeiden. Ich glaube, da haben wir wirklich tolle Institutionen inzwischen geschaffen. Lassen Sie mich das auch mal positiv finden. Digitalisierung. Sie alle sind vertraut mit dem Internet der Dinge. Das Internet der Dinge beruht auf der Sicht, dass wir irgendwann an jedem Stuhlbein einen Sensor haben, der nicht nur die Geschwindigkeit, die Beschleunigung des Objektes aufnimmt, sondern seine Position weitermelden kann, im Internet adressierbar ist. Internet der Dinge. Natürlich machen wir das in der Regel nicht mit Stuhlbeinen, sondern mit viel interessanteren Artefakten. Dieses Internet der Dinge erfasst alles. Industrie 4.0 erfasst nur die Produktionswirtschaft. Wer hat es uns in den Kopf gesetzt, dass wir uns in Deutschland auf Industrie 4.0 konzentrieren, also auf dieses kleine Segment, nur Produktionswirtschaft, und keiner redet über das Internet der Dinge? Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Natürlich ist Industrie 4.0 wichtig, soll auch weiter verfolgt werden und ist für die Produktionswirtschaft, die am deutschen Standort sehr stark ist, sehr wichtig. Aber ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass das, was als Revolution vor der Tür steht, etwa 50 Mal größer ist als Industrie 4.0. Also sollten wir auch den größeren Kuchen bitte nicht außer Acht lassen. Digitale Geschäftsmodelle, das ist der eigentliche Kern dessen, was im Augenblick passiert. Ich kann Ihnen berichten, nur um das einmal klar zu machen, von einem mittelständischen Aufzughersteller, der plötzlich feststellt, dass ihm das Servicegeschäft wegbringt. Warum? Weil irgendein, nicht mal ein Wettbewerber, sondern ein völlig neu eintretendes Unternehmen es geschafft hat, an die Seile, an die Wagen, die da an seine Fahrstühle, eine Messdose ranzuklippen, die mit dem Internet in Verbindung steht, die aufgrund der Beschleunigungsdaten exakt prognostiziert, wann die Lager ausgetauscht werden müssen und dergleichen mehr. Und plötzlich ist das Servicegeschäft weg, das den Großteil der Margen gemacht hat. Solche Attacken sind jetzt möglich, obwohl der, der das tut, gar nicht so viel von Fahrstühlen versteht. Also alte Geschäftsmodelle, die sehr erfolgreich sind, werden durch Digitalisierung angreifbar. Und das muss in die Köpfe hinein. Das sind andere Geschäftsmodelle. Es ist kein neues Zahnrad, das mit höherer Geschwindigkeit oder Präzision an der Stelle geschnitten wird. Es sind schlicht und ergreifend die Geschäftsmodelle, die die Bedrohung ausmachen. Und die sind natürlich hinterlegt mit Algorithmen, mit Big Data, mit Cloud und dergleichen mehr. Das wissen Sie alles, das brauchen wir jetzt nicht zu machen. Ist das eine Achillesferse? Ja. Ich argumentiere seit etwa anderthalb Jahren, dass das eine ganz gefährliche Achillesferse ist. Weil wir uns an der Stelle, wir fallen immer wieder in das Muster zurück, aber wir sind doch wer. Wir haben doch Exporterfolg. Das ist eine disruptive Innovation, meine Damen und Herren. Die kümmert sich nicht um unsere Exporterfolge. Die Auswirkungen sehen Sie tatsächlich im Moment im Automobilbau, wo die traditionellen und guten Automobilproduzenten in Deutschland von zwei Bewegungen in die Zange genommen wurden. Das eine ist die Elektrifizierung, wo wir schlecht aufgestellt waren. Wo wir Leute hatten, die hatten Benzin im Blut und deshalb konnten die Automobilbatterie nicht denken. Und die andere ist, dass über die Kundenschnittstelle Google und andere jetzt im Fahrzeug mitfahren und irgendwann selbstverständlich auch daran denken werden, Automobilisten in die Wertschöpfungskette einzubauen. Bayern hat eine exzellente Ausgangsbasis.
Ich habe Ihnen jetzt extra nicht die 50 Seiten Patentstatistiken, Publikationsstatistiken und andere Dinge mitgebracht, die es gibt, die man machen könnte. Bayern hat gegenüber Baden-Württemberg, wenn ich das sagen darf, sogar einen ganz wichtigen Vorzug. Die Abhängigkeit von der Automobilindustrie ist deutlich gering. Automobilindustrie ist eine tolle Industrie, bitte nicht falsch verstehen. Ja? Aber wenn man alle Eier in einen Korb legt, ist das gefährlich. Bayerns Wirtschaftsstruktur, insbesondere im Spitzentechnologiebereich, ist viel ausgeglichen. Was jetzt ansteht, und das ist sozusagen mein Impuls für die Diskussion, es gibt eine Fortsetzung der Exzellenzinitiative. Das betrifft im Wesentlichen die Universitäten und die Forschungsinstitutionen. Und da kann ich allen nur zurufen, im Fußballbild bleiben, score big. Also, lassen Sie uns versuchen, da wirklich extrem erfolgreich zu sein, weil das die Wissenschaft voranbringt. Aber, das ist jetzt der zweite Punkt, kann eine Universität, die nicht transferiert, sich eigentlich exzellent nennen? Also sollten wir sozusagen einfach daneben stehen und sagen, naja, ihr zieht euch in den Elfenbeinturm zurück, ihr macht diese wunderbaren Papiere und dann unterstützt ihr den Transfer in die Wirtschaft nicht. Oder den Transfer in die Gesellschaft. Das können von mir aus auch Geisteswissenschaftler sein, die was für die Oper oder für das Theater machen. Es gibt solche Hochschulen in Deutschland. Und vielleicht können wir auch in Bayern daran arbeiten, den Transfer noch ein bisschen besser hinzubekommen. Wagniskapital und Gründung, das ist kein bayerisches Thema. Ich weiß, dass die Unterstützer für Wagniskapital für Gründung zum Teil hier im Raume sitzen. Ja? Völlig klar. Aber es muss noch einmal angeschoben werden in Berlin, damit in diesem Herbst endlich das, was in der Koalitionsvereinbarung drinsteht, tatsächlich auch passiert. Last but not least, digitale Wirtschaft, ich glaube, ZDB ist eine tolle Initiative. Ich glaube, die Herausforderung ist erkannt. Man muss jetzt dafür sorgen, dass auch im Mittelstand das Wissen über digitale Geschäftsmodelle ankommt. Ich habe jetzt vor einem Jahr die Freude gehabt, Bayern Innovativ und andere Institutionen zusammen mit einem internationalen Gremium evaluieren zu dürfen. Ich glaube, wir haben die richtigen Institutionen in Bayern, um dieses Wissen in den Mittelstand hineinzutragen. Aber jetzt müssen auch die Programme kommen, mit denen wiederum dieser Transfer dann geschieht. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche der Diskussion vollen Verlauf.